Eine Vollschulaufführung der ganz besonderen Art fand in Mansfeld statt. Und ein professioneller Musicaldarsteller war von der Planung bis zur Aufführung unterstützend dabei. Das Musical erzählt die biblische Geschichte von Josef in Ägypten, auch Josef der Träumer genannt. Das erste Musical von Andrew Lloyd Webber übrigens, bevor er noch Hits wie Evita, Cats oder Starlight Express geschrieben hat. 1968, als wohl die allermeisten Eltern der Knirpse, die das Stück in der Volksschule Mansfeld zur Aufführung brachten, noch gar nicht geboren waren. Es ist quasi wie eine Uraufführung. Wir präsentieren heute das Musical Joseph, das es so in dieser Form für eine erste und zweite Klasse an einer Volksschule noch nicht gegeben hat. Das heißt, es hat sehr viele Vorarbeiten, waren dafür notwendig, das ein bisschen umzuschreiben, die Texte dafür zu verfassen. Und ja, ich bin gespannt, wie es gefallen wird. Wie kam es zu der Idee dazu? Das waren die beiden Kolleginnen, die Klassenlehrerinnen, die Frau Bayer-Blassi und die Frau Auer, die diese Idee hatten. Wir sind eine sehr musikalische Schule und die einfach mal ein Musical umsetzen wollten. Joseph erzählt die religiöse Geschichte von Joseph und seinen Brüdern. Und es geht, wir erklären heute ganz in einer Kurzform, dass Joseph der Lieblingssohn von dem Vater war, von dem Vater Jakob. Und dass die Brüder ihn, ich sage mal, hassen, ihn verachten, eifersüchtig sind und dass Joseph immer alles bekommt. Und die große Gabe von Joseph ist, dass er Träume deuten kann. Und wir zeigen auch eine kurze Szene, wo es darum geht, dass der Pharao, der Herrscher des Landes Ägyptens, von 7 fetten und 7 mageren Kühen träumt. Und Joseph deutet ihm dann, dass es bedeutet, dass man 7 Jahre lang die Ernte gut einsparen soll, dass man in den 7 schlechteren Jahren eben viel an Reserve hat. Das ist der Sinn der heutigen Geschichte, ja. Wir haben jetzt 2,5 Wochen geprobt, circa 2-3 Mal in der Woche und freuen uns heute sehr auf die Aufführung. Hat euch das Spaß gemacht zu üben? Ja. Und freut euch, dass ihr die Eltern euch zuschaut? Ja. Findet ihr das, dass ihr in der Volksschule solche Stücke aufführt? Eigentlich toll. Ja, aber ich finde es sehr cool. Und ihr? Wir finden es auch sehr toll. Stunde verpassen ein bisschen. Ist doch eigentlich auch toll. Ich war sehr positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut aufgenommen wird und dass die Kinder das so tatkräftig und schnell umsetzen. Da war ich sehr erstaunt. Finden Sie es wichtig, dass es auch solche kreativen Unterrichtsformen gibt und nicht nur normal wie Mathematik und Deutsch? Ja, gerade das ist sehr, sehr wichtig, dass wir in der Schule lesen, schreiben und rechnen lernen. Das nimmt man von uns an, das wird ganz allgemein erwartet. Dass wir aber diese kreativen Veranstaltungen anbieten und auch tun, das bleibt erstens mal in den Köpfen der Kinder hängen. Das macht auch Spaß und das ist das Besondere und das Außergewöhnliche. Und Schule muss Spaß machen, damit wir auch in allen anderen Fächern erfolgreich sind. Die Augen zu, der Vorhang offen, ich sah betroffen, was ich längst gespürt.